Und damit begrüße ich euch zu einem neuen kleinen Projekt Shadow of the Colossus, Leute. Wie habe ich mich schon auf dieses Game gefreut? Sehr, sehr. Ich habe es damals schon zu PS2-Zeiten gezockt, erfolgreich durchgespielt und ja, ich hatte, wie gesagt, ich habe richtig gute Erinnerungen an das Spiel. Es hat mir damals riesen Spaß gemacht und ich bin echt auf das Remake jetzt gespannt. Also der erste Eindruck, wow, die Grafik und alles ist schon nicht schlecht. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Das haben wir doch gerade gesehen. So, überspringen wir das nochmal. So, okay. Wir starten mal ins Spiel rein. Und ich muss dazu sagen, Leute, sorry für die wenigen Videos in letzter Zeit, aber ich bin einfach nicht mehr so zum Spielen gekommen. Das schöne Wetter, ihr wisst es ja eh draußen, und da hat man einfach nicht in der brütenden Hitze so viel Bock zu zocken. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen was machen in dem Game. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder so. Leute, würde mich sehr, sehr freuen. So, was weiß ich noch über das Spiel? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kolosse es gab. Ich glaube, 5 oder 6 Stück, glaube ich, gab es. Die Spielwelt an sich war ziemlich leer. Jetzt geht es schon wieder los hier, vor lauter Reden. So, wir starten jetzt trotzdem gleich mal ein neues Spiel und ich erzähle dann zwischendurch ein bisschen was. So, neues Spiel. Wir spielen auf normal natürlich. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, dass hier ein paar Zwischensequenzen kommen werden. Ich habe es übrigens, glaube ich, schon bestimmt schon 8 Wochen bei mir rumliegen. Aber wie gesagt, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Ich habe hier noch so viele andere Spiele rumzuliegen, die ich noch zocken will. Aber ja, die liebe Zeit, Leute. Und was gleich auffällt mit der Grafik, das haben sie schon toll überarbeitet. Dass ich die Frau irgendwie auf so einen Altar, glaube ich, drauflegen kann, ich mich noch vage daran erinnern. Ich habe übrigens keine anderen Let's Plays angeschaut von dem Spiel, weil ich das selber genießen wollte. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gespielt damals, vor ein paar Jahren. Ah, schaut schon toll aus. As you hic, our el yek for all. I could you be kuka. You lipsolu ionudu. You little cock. I use the yulakol doloya.
Aulik, Aulazulam, Kas. Il Zazeriku at Zoko, Amnos Kluudu, Laomism Wop, was Uediulas also. View our is Israel. Ikola Lukizado U Lola. Islis was Iuku. Our Mizuki. You are Lakika. Okay, ich weiß gar nicht, ob das damals auch war. In der PS2-Version, ich weiß es nicht mehr, Leute. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn hier irgendwas anders ist? Dormi, Ifo, Aulu, Yula. Ostu, Hailwa, Wuki, Waikua. Uses, Yazu, Zudoko, Wash, Nordekio, Wuti, Yula. I will thank you, sir. Aulu, Yuli, Yuizen, Dormi, Kyoto. Izukumku. It is all of you, Iweriko. It's not all amuse. I'll declick if it leads to Izo. What's Mosu? It's Izo, Yuna. Elaka, Oz, Izo, Anatoku. You do. You bet, Zanada. Wiko, I won't do. Was no suits. Oh, you know, you are there. Cry, Amsa. Was you are there. Oh, we come. Zula. Mukira Jura. No suits. Here are your lands. Orlam. You are the was not widow.
YouTube New. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, dass es damals in der PS2-Version auch war. Oder ich irre mich einfach, ich weiß es nicht. Noch. Gut, Leute, ich werde das Spiel natürlich ganz, ganz gemütlich durchspielen und ich werde bestimmt auch ein paar Mal versagen an den Kolossen. Aber ich will das Spiel ja auch irgendwo genießen und nicht nur durchrennen wie bekloppt. Springen. Halte das Schwert an der sonnigen Stelle mit R1. Ja, okay, die Sonne muss natürlich raufscheinen. Und wo der Lichtstrahl natürlich dann hinfällt, in diese Richtung müssen wir dann auch reiten oder gehen. Und dort müssen dann auch die Kolosse sein. Ich weiß gar nicht, haben wir einen Bogen? Ich weiß damals noch, dass wir einen Bogen hatten. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Servus. So, dann schauen wir doch mal. Das Spiel wird uns das schon erklären, denke ich. Wir können schlagen auf jeden Fall. Ja, hier können wir das Pferd rufen, glaube ich. So, rück in die Nähe, um aufzusteigen, alles klar. So, hier, glaube ich, müsste es rausgehen, das weiß ich von damals noch. Richtung anzuhalten. Boah, das weiß ich noch damals, das war... Okay, hier bremsen wir. So, haben wir eine Karte hier irgendwo? Einstellungen. Hier haben wir eine Karte. Okay, die Karte können wir nicht bewegen. Okay, bewegen. Bewegen geht nicht. Bis jetzt noch nicht. Gegenstände haben wir nichts. Okay, Leute, dann würde ich sagen, hier mit dem Schwert mal. Diese Richtung. Boah, ist das komisch. Okay, in diese Richtung. Ich glaube, wir hatten doch damals auch einen Bogen. Um die Position aufzurufen. Ja, genau. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Hier gab es, glaube ich, irgendwie Früchte oder sowas. Wenn es mich nicht täuscht. Dann konnte man hier Früchte essen. Die haben dann, glaube ich, das Leben erhöhen oder so. Die Grafik sieht schon echt gut aus. Wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Da oben hängt auf jeden Fall was. Ich glaube, ich brauche einen Bogen oder so. Ich brauche einen Bogen. Wenn wir mal ins Schloss zurückschauen, ob wir da einen Bogen finden. Mir war es so, als wenn wir einen Flitzebogen hätten. Dann gehen wir da lang. Ich glaube, die Reihenfolge, wie wir die machen, glaube ich, ist egal. Sollen wir erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwie Waffen finden? Oder ob es sie erst später gibt? Ich weiß es nicht mehr. Hier, was hat der hier? Steck mal ab. Steck mal ab. Was können wir hier machen? Können wir hier was machen? Das Spiel erklärt ja auch nicht viel. Aber ist ganz okay, wenn man ein bisschen was selber rausfinden muss. Jetzt schauen wir doch hier nochmal rein. Vielleicht finden wir hier doch noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr.
Anscheinend finde ich es erst später im Spiel. Ach, falscher Knopf. Gehen wir doch einfach mal zum ersten Kolossus und schauen wir mal, was so passiert. Müsste genau die Richtung sein. Okay, Leute. Müssen wir hier klettern? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier können wir klettern. Irgendwo müssen wir hoch. Glaube ich hier? Nee. Kommen wir hier hoch? Ihr zwei gedrückt halten, okay. Okay. Okay, hoch. Oh, da. Sehr schön. Okay, hier geht's nicht hoch, aber hier müsste es lang gehen. Ja, die Kamera zuckt, muckt ein bisschen. Was war hier? War hier was? Sprungrolle. Das wollte ich jetzt nicht. Okay, müssen wir so rüber, glaube ich, oder? Okay. Halten Sie X gedrückt, bitte. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, ob das der erste war, den man machen muss. Keine Ahnung. Ah, okay. Genau. Die Pfeile haben wir unendlich. Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal, wie der ging. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich glaube, wir mussten irgendwie damals zumindest war es so irgendwie auf seine Füße unten schießen, dass wir, mit wir dort hochklettern können. Haben wir da andere Waffen? Ne, wir haben normalerweise nur die zwei Waffen. Genau, und wir können jetzt in diesem Kampf zum Beispiel auch nicht das Pferd benutzen. Sieht ihr uns schon? Sieht ihr uns schon? Oh, er sieht uns. Oh, scheiße. Boah.
Hinten ist Feld dran, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Ich glaube, wenn man einmal oben ist, geht's eigentlich. Schwer. Genau. Ich glaube, man kann nicht fast gar nicht runterfallen, wenn man sich einfach immer schön festhält. Irgendwo hier muss natürlich dann auch der nächste Punkt sein, glaube ich, hier auf dem Kreuz oder irgendwo war das. Haben wir schon. Ja, ersten Koloss. Tal des Wanderers. Dem Wanderer-Koloss anscheinend. Ich bin übrigens auf Stufe normal. So, und jetzt glaube ich, müssten wir wieder zurück sein in dem Schloss, glaube ich. Ja, ist unser interaktiver Ladebildschirm. Okay, Leute, ich würde sagen, den nächsten Gegner schauen wir uns aber dann in der nächsten Folge an. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht erkunden wir einfach mal die Welt noch ein bisschen in der nächsten Folge. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, Leute. In Form von einem Daumen hoch oder ein Abo. Alles, was ihr, worauf ihr Bock habt, würde mich alles sehr, sehr freuen. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es bis jetzt gut gefallen. Der war ein bisschen leicht, muss ich sagen. Ich hatte es ein bisschen schwer in Erinnerung. Aber okay, das, was nicht ist, kann ja auch noch werden. Und ich glaube, der nächste Gegner wird auch ziemlich schwer werden. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.